Hey Leute, willkommen zurück hier bei der Hausbaureihe. Wie immer, einmal wöchentlich, selbe Zeit, selber Kanal, selber Ort. Ja, wir machen hier weiter mit dem Sonnenliegenraum und gestalten ihn heute hoffentlich, also zu Ende vor allem auch. Ich hatte mir überlegt, vielleicht nehmen wir einfach diese Fliesen hier aus dem Badezimmer-Wellness-Bereich. Die passen ja ganz gut. Ihr habt ja auch gemeint, ja, gut, vor allem wegen dieser Bräunungsstation hier ist vielleicht Holz oder Stein, irgendwas leicht Abwaschbares. Auf jeden Fall am besten. Okay, Teppich hätte ich hier jetzt eh nicht hingelegt, aber halt irgendwas besonders leicht Abwaschbares. Und vielleicht nehme ich auch noch dieses Holz mit dazu. Denn das harmonisiert ja sowieso ganz gut. Muss ich mal gucken, ob das nicht zu viel ist, ob das nicht zu sehr angelehnt ist an den Bereich unten. Aber ansonsten können wir das auf jeden Fall gerne machen. Es hat auch jemand vorgeschlagen, das hier zuzumachen. Also das hier so zu schließen und dann hier einen Torbogen drum zu machen, statt halt das so ganz offen zu lassen, dass es das vielleicht ein bisschen besser aussieht. Werde ich einmal testen. Vielleicht mit nicht aus dem Store, sondern mit sowas hier. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich besser ist als das vorherige. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wenn wir das machen, wäre halt die ganze Wand so gestalten. Dann wahrscheinlich auch den Torbogen in einem ähnlichen Holzton gestalten, dass das gut zueinander passt. Und ja, dann halt innen noch ein bisschen das umgestalten. Wäre jetzt so meine Idee dazu gewesen, wenn wir das dann so machen wollen. Aber andererseits ist das dann natürlich auch vom Design her für diesen Teil des Raumes ziemlich langweilig. Deswegen hatte ich halt eigentlich eher an die Wände gedacht. Weil so ist das halt einfach nur so ein länglicher Raum, der halt irgendwie ziemlich geschlossen aussieht. Trotz dieses Torbogens. Und hier ist es auch so länglich. Ja, so sieht das ein bisschen unterteilt aus in zwei Bereiche. Was man halt, finde ich, optisch nicht hat, wenn man das hier so offen lässt. Also, so finde ich, hat der Raum halt eine viel offenere Form, als wenn ich jetzt hier die Wand dazwischen mache. Dann sieht das so geschlossen und so zweigeteilt aus. Deswegen würde ich das ehrlich gesagt lieber so lassen. Auch da wieder, wenn ihr das blöd findet, könnt ihr das natürlich einfach ändern, wenn ihr selbst mit dem Grundstück spielen wollt. Aber das ist jetzt so, sind so meine Gedanken dazu. Hier aber im hinteren Teil würde ich vielleicht auch gern irgendwas Fliesenmäßiges verwenden. Das wäre, glaube ich, für den Teil ganz gut. Wie gesagt, auch da wieder die Überlegung, soll vielleicht ein bisschen besser abwaschbar sein, so in der Richtung. Und es waren also so Farbideen in Richtung beige, hell, Aprikot habe ich auch mal gelesen, hellgrün, also auf jeden Fall nichts allzu arg dunkles. Deswegen werde ich mich daran auf jeden Fall orientieren und werde gucken, ob ich das dann so umsetzen kann. Wird hier also vielleicht einfach so in Richtung beige gehen mit der Fliesenfarbe. Das denke ich mal, ist vielleicht voll in Ordnung. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ich meine, das ist halt eine lange Wand. Hier wird sonst auch nicht sonderlich viel geschehen. Ich wüsste halt nicht, wie ich das hier noch interessanter gestalten sollte, weil das soll halt eigentlich so gerade sein, diese Wand hier. Und dann müssen wir damit leben, dass das eine gerade Wand ist. Ich finde es aber auch nicht ganz so schlimm an der Stelle, deswegen, ja, lassen wir das erstmal so. Finde ich erstmal voll in Ordnung. Und dann brauchen wir noch, ich nehme mal die Wand, natürlich nicht in der Farbe, aber dass ich da erstmal die passende Struktur habe und so. Warte, ich überlege, es war nämlich auch mal die Bitte, irgend sowas Dunkles, so einen dunklen Farbton zu verwenden. Ich glaube, da wähle ich aber mal doch eine andere Struktur wieder. So ein schönes, warmes Rot, dachte ich jetzt. Das passt aber irgendwie alles so vom Muster her nicht so schön. Vielleicht damit. Natürlich nur für einen Teil der Wände. Aber so ein Rot haben wir ja bisher noch gar nicht wirklich verwendet. Und das finde ich, wird hier vielleicht sogar auch ganz gut passen.
jetzt auf jeden Fall erstmal testen. Kann man natürlich auch nochmal ändern. Können natürlich auch nochmal was zu sagen. Aber halt einfach mal eine andere Farbe. Statt überall dieses Grün und... dieses Grün und Gelb. Ist das doch mal was anderes. Ich dachte vielleicht für diese beiden Wände, wo halt der Großteil Fenster sind. Und hier wurde vorgeschlagen, ob ich nicht irgendwie hinkriegen könnte, diese Wand wie eine Art Wald zu gestalten. Da fällt mir natürlich ehrlich gesagt nur ein Muster oder eine Möglichkeit ein, wie man das gestalten kann. Und die werde ich eben mal kurz ausprobieren. Nämlich diese hier. Das sind nämlich so kleine Baumstämme einfach. Das wäre halt jetzt so meine Idee dafür, diese Methode umzusetzen. Aber wir können natürlich auch noch nach anderen Sachen gucken. Ich würde dann halt die Stämme eher in braun machen. Also ich würde dann hier doch eher braune Baumstämme haben wollen. Auch wenn das eigentlich Birke sein soll. Aber das finde ich passt hier dann besser her. Finde ich so schon ganz gut. Und dann... Ach so, das sind auch nochmal Stämme. Okay, die können dann ein bisschen heller sein. So. Und ja. Wobei natürlich auch eine Idee wäre, dem Ganzen so einen leicht gelben Touch zu geben und das hier dann in grün zu machen. Ich weiß ja nicht, ob das hier wirklich gut aussieht. Ich hätte natürlich auch gern Bäume genommen, wo halt so Blätter dran sind. Das sähe vielleicht noch ein bisschen besser aus. Wir können aber auch gucken, ob wir einfach Blätter gestalten können mit irgendwas, was wir halt irgendwie als Dekoration haben. Ich meine, das hier jetzt als Wald ist nicht so geil. Genauso wie... Es gibt ja auch das hier. Aber das ist halt auch eher nur so Blätter. Also wenn, dann fände ich das hier schon am Wald ähnlichsten. Und ich fand halt die Idee eines Waldes, wo man hier liegen kann und sich entspannen kann, schon ganz cool. Mal gucken, ob es irgendwas gibt, was wir hier hinhängen könnten. Vielleicht auch bei den Kindersachen. Was so ein bisschen als Blätter fungieren kann. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich meine, die Vögel sehen ja nicht wirklich aus wie Blätter. Was haben wir denn hier so? Muss ich natürlich einmal gucken, was es hier so an Wanddekorationen gibt. Denn vielleicht ist da ja irgendwas in der Richtung dabei. Wer weiß. Ich meine, okay, wir haben das hier, aber... Natürlich wäre irgendwie so ein richtiges Strandbild irgendwie cooler. Aber ich gucke halt erstmal, ob wir das mit der Waldidee umsetzen können, vielleicht. Denn ich möchte natürlich die ganzen Ideen, die ihr habt, ausprobieren, gucken, ob die funktionieren. Sieht irgendwie nicht so wirklich gut aus für irgendwas, was als Blätter fungieren könnte. Natürlich könnte man wieder einfach Efeu ranhauen. Wobei der halt nicht bis ganz nach oben geht, was halt auch schade ist. Also wenn, dann würde ich den halt ganz oben ransetzen. So möglichst weit oben. Und dann wäre das ja okay, so einigermaßen. Dann sähe das aus wie Wald, aber erstens mal möchte ich auch nicht so viel Efeu verwenden. Wir haben ja jetzt schon genug Efeu verwendet, würde ich behaupten. Da brauchen wir eigentlich keinen mehr hier. Und davon abgesehen, weiß ich auch nicht ganz. Was aber noch eine Idee wäre, ich weiß gerade nur nicht, wo ich das finde, sind diese Into the Future Bilder. Das hatte mir nämlich schon mal jemand vorgeschlagen, dass ich diese Bilder verwenden könnte. Boah, wo finde ich den jetzt? Ich werde einfach mal Into the Future filtern. Dass ich den nämlich verwenden könnte, weil man da ja auch Motive einstellen kann und sowas. Nee, nicht die Wandbeleuchtung. Das hier, oder? Ja. Projektionstäfel. Und gibt es das auch noch ein bisschen größer? Ja, das ist das Größte, glaube ich. Von denen, die es gibt. Ich so mittig vielleicht hinhängen und dann... Übrigens, diese ganzen
Einstellungen ich mache bei Lichtern, bei Buffettischen und sowas. Und auch jetzt hier einfach Steuerung und Shift gedrückt halten, während ihr das anklickt. Und dann kommen hier zusätzliche Optionen. Holographische Umgebung einschalten. Und dann könnten wir halt zum Beispiel hier den Strand machen. Wir könnten aber halt auch Wald draus machen, wie gesagt wurde. Das wäre natürlich genauso möglich. Wir können hier natürlich auch zweimal Wald nebeneinander machen. Muss mal eben gucken, wie das aussieht. Ansonsten machen wir halt ein kleinere daneben. Wald. Gucken wir mal, ob die kleinere vielleicht daneben besser daneben passt. Also tut sie, aber ob das dann auch gut aussieht. So. Ist das trotzdem übereinander? Nee. Das wäre ja zum Beispiel eine Idee. Dann müssten wir aber den Hintergrund definitiv ein bisschen unauffälliger gestalten. So. Das sieht irgendwie schon ganz cool aus. Wie machen wir das denn am besten? Eher was Dunkles? Ich glaube, mit einer dunklen Wand kommt das am besten zur Geltung, als mit einer hellen Wand. Da sieht man ja halt kaum was, aber mit einer richtig dunklen Wand sieht das schon ganz cool aus. Deswegen würde ich, wenn, dann hier halt eine dunkle Wand dazu packen. So. Ich glaube, das würde ich hier hin tun. So, würde ich so rumstellen. Das sieht so rum, glaube ich, eh besser aus. Ja, so rum macht das eh mehr Sinn. Ja, das wäre halt die Idee, die jemand hatte, das hier wie Wald aussehen zu lassen. Wir können aber natürlich auch dieser Raum. Wir können es natürlich auch einfach in. Nein. Wir können natürlich auch einfach in Strand ändern. Das passt ja natürlich, finde ich, sogar fast besser hin. Dass man hier drin halt direkt Strand hat. Wir können halt auch was ganz anderes. Wir können auch Berge und was weiß ich was alles. Aber thematisch würde natürlich eigentlich der Strand am besten hierher passen. Ich würde hier auf jeden Fall die Wand nochmal dazu ändern, damit das hier ein bisschen passender aussieht. Und da ist dann natürlich die Frage, lassen wir das jetzt so rot? Weil ich finde irgendwie, das Rot passt hier auch nicht mehr ganz so gut dazu. Soll ich dann einfach das Grün nehmen von hier? Das hat auch so ein bisschen die Frage. Fände ich aber irgendwie ein bisschen langweilig hier an der Stelle. Muss ich sagen. Ich würde, wenn, dann glaube ich, also halt schon Grün nehmen, aber ein anderes Grün quasi. Das sähe, glaube ich, dann ein bisschen besser aus. Ein bisschen intensiveres Grün vielleicht auch. Ich meine, ihr habt halt gesagt, ich soll helle Farben nehmen. Ich kann natürlich hier auch einfach ein Beige nehmen. So ein Sandton vielleicht auch. Ja, vielleicht versuchen wir mal den Sandton zu imitieren. Dann haben wir ja schon. Kommen wir jetzt aufs Licht an, haben wir schon relativ gut getroffen. Das wäre halt eine Idee. Vielleicht würde ich dann halt auch die Fliesen eher in einer anderen Farbe machen, weil das sonst ein bisschen langweilig ist. Wir haben natürlich hier so grüne Fliesen. Ja, vielleicht würde ich hellblaue Fliesen hier machen. Einfach damit das zu dem Thema so ein bisschen dazu passt. Sieht so ein bisschen aus wie der Himmel vielleicht. Dann könnten wir das an diese Wand orientieren. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, als das vorgeschlagen wurde, dass ich die holographischen Wände nicht so mag. Und das ist eigentlich auch nach wie vor der Fall. Aber ich finde, an der Stelle kann man sowas mal machen. An der Stelle ist sowas auf jeden Fall möglich, meiner Meinung nach. Wir können das natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Wir können natürlich auch nur das hier als holographische Wand nutzen. Das geht genauso. Aber ich würde sogar sagen, dass die große Variante, also mit dem kleinen Bildchen dazu, ist eigentlich besser. Das wäre jetzt so meine Idee dazu. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Blau hier. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Vielleicht machen wir doch eher ein Grün daraus. Ich muss immer mal gucken, was für ein Grün. So ein Gelb-Grün vielleicht. Ein bisschen intensiver vielleicht auch.
Ich weiß ja nicht, ob ich direkt das von unten kopieren will. Kann ich hier einmal ausprobieren. Wäre natürlich auch eine Idee, das einfach zu kopieren und hier wieder zu verwenden. Aber vielleicht ist es auch nicht hell genug für euch, weil ich weiß ja, dass ihr eher ein bisschen was Helleres gesehen hättet für diesen Raum. Deswegen müsst ihr mir natürlich sagen, wie ihr das findet, welche Farbe diese Wand vielleicht haben sollte. Ich finde aber das Beige, diesen Beige-Sandton hier ganz gut. Und ja, ich finde die Idee mit dem Strandmotiv hier ganz cool. Finde ich eigentlich auch besser, also finde ich thematisch passender, als jetzt einen Wald hier hinzupacken. Obwohl Wald natürlich eigentlich auch ganz cool ist. Aber ich denke mal, wir lassen uns lieber bei Strand, weil das passt vom Thema her halt, wie gesagt, ganz gut. So, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier farblich gestalten wollen. Ich werde all den Liegen erstmal so ein bisschen... nein, nicht den Lichtern, den Liegen. Den Liegen werde ich erstmal so eine Standard... also Standardholz geben, dass ich die alle dann extra einfärben kann. Dass die schon mal alle wissen, sie sind aus Holz gemacht. Die anderen Liegen müssen wir dann natürlich auch nochmal einfärben und gucken, wie wir das machen. Aber fangen wir erstmal mit der Liege hier an. Die war ursprünglich rot, grün, gelb. Möchte ich die denn auch rot machen? Ja, komm, machen wir die rot. Aber ich will sie halt einfach aus Holz machen. Vorher sah das ja eher aus wie Plastik und alles nicht so schön, wie ich finde. Vielleicht noch so ein bisschen blau dazu. Das muss auf jeden Fall was anderes werden. Vielleicht grün. Und was ist das letzte? Ach, das ist nur das da unten. Ja, das kann eigentlich auch blau werden. Ja, oder? Oder lieber rot? Ja, wir machen es mal lieber rot. Das sieht schon mal ganz cool aus. Ja, also da werde ich die Liegen auf jeden Fall auch schön bunt lassen. Hier würde ich sagen, machen wir die Hauptfarbe in so einem schönen Türkis, passend zu dem Vögelchen, was da drauf ist. Da drüben war ja der Ara. Oder? Nee, das waren keine Aras. Das waren... Sind das Kakadus? Nee, denen fehlt ja dieses Ding an sich. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Gut, das habe ich da jetzt eigentlich nicht passend eingefärbt, aber ist jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht so schlimm. Das werden wir auf jeden Fall passend für den Vogel so gestalten, weil das irgendwie ganz cool wäre. Oder ganz cool ist. Dann würde ich das hier gerne in Gelb haben. Stelle ich mir in Gelb ganz schön vor. Und ja, vielleicht noch so Orange dazu. Das finde ich eigentlich ganz cool. Die Liege hier müssen wir natürlich wieder ein bisschen anders gestalten. Wir können die ja nicht alle von den Farben her gleich haben. Das geht ja schon mal gar nicht. Das heißt, die müssen alle ein bisschen unterschiedlich gefärbt sein. Alle auf jeden Fall Unikate. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass man meinen Bauch gehört hat. Der war gerade mega laut. Ist das halt, wenn man einfach nichts sagt, während man das aufnimmt. Okay, und dann noch die letzte Liege. Welche Farben könnte ich denn noch nehmen? Violett auf jeden Fall. Ja, dann machen wir hier raus mal ja, so eine orangefarbene Liege. Das könnte vielleicht halt tatsächlich so ein Violett werden. Und... hier natürlich möglichst viel Farbvielfalt drin haben. Rot haben wir überall. Grün, blau auf jeden Fall wieder mit dazu. Einen schönen blauen Farbton würde ich hier vorschlagen. Ja, die sehen noch ganz, sehen noch schön bunt aus auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit auf jeden Fall sage, aber es ist mal offensichtlich meine Angewohnheit. Ich mache mir das weiß. So. Und dann kommen diese Liegen hier dran, die natürlich auch möglichst gemütlich aussehen sollen. Da muss ich mal schauen.
Die würde ich jetzt schon alle gleich gestalten, weil wie gesagt, es gibt halt einmal diese Luxus-Komfort-Liegen und dann gibt es diese Holzliegen. Und dann kann man sich halt aussuchen, welche man hier haben will, wenn man hier liegen möchte. So. Ich würde die halt schon in so einem hellen, ja, in so einem hellen Textilienton machen. Ich finde, sowas sieht immer am gemütlichsten aus bei solchen Sachen. Und dann sollten die anderen alle genauso aussehen. Ist ja der Sinn dahinter. Vielleicht muss das Metall doch noch ein bisschen dunkler, damit sich das noch ein bisschen mehr abhebt. Okay, das sieht man halt einfach keinen Unterschied. Na gut. Man sieht halt echt keinen Unterschied. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall in Ordnung so, meiner Meinung nach. Ja, mal gucken, was wir hier noch so alles reinpacken. Denn es wurden noch ein, zwei Sachen vorgeschlagen, die wir hier einbauen könnten. Ich weiß halt noch nicht genau wo. Vielleicht machen wir das auch eher so ein bisschen draußen. Es wurde zum einen vorgeschlagen, hier vielleicht so ein paar Getränkeautomaten zu verwenden. Und wir haben doch mit Wildes Studentenleben diese Getränkeautomatenteile, oder? Müssten wir doch theoretisch irgendwo haben. Sind die hier bei Elektronik? Jetzt noch wüsste, wo die sind, ne? Also wir haben ja Wildes Studentenleben drin auf jeden Fall. Hier sind sie schon mal nicht. Hier? Ne. Ach, hier bei den Geräten, genau. Okay. Zuckerzauber, Brauseboy. Ich würde, wenn, dann halt den Brauseboy hier hinhängen oder hier hinpacken. Und dann ist halt die Frage, stelle ich den hier so in die Mitte hin und dann könnte man hier noch an die Magazine ran. Oder ich mache das so und stelle den hier an die Seite. Ich glaube, das macht vielleicht noch am meisten Sinn. Ich könnte natürlich noch einen zweiten daneben stellen. Einen zweiten Automaten. Obwohl Süßkram natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Passendste ist. Aber dann hätten wir halt beide Automaten. Ich glaube, das ist halt schon eine ganz gute Idee. Oh, mit Giraffe. Oh, wie cool die Sachen aussehen. Ich will aber, glaube ich, den hier nehmen. Den finde ich ganz okay. Und dann machen wir hier alles aus Plastik und Gummi. Das sieht sonst ein bisschen eigenartig aus. Versuche das hier farblich ein bisschen anzugleichen an den Rest. Ja, dem können wir auch einen schönen Rotton geben. Und das hier. Oh, wartet mal. Ach, okay. Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Dann wird das hier so ein Orange-Rot. Und das hier wird so in Richtung dieses sonnigen Gelb, was wir haben wollen. Was haben wir hier für Motive? Da würde ich, glaube ich, das hier nehmen wollen. Das sieht so ein bisschen am neutralsten aus. Ich möchte da so ein bisschen für was Neutraleres sorgen, was das Optische angeht. Wie gestalte ich das denn? Das würde ich vielleicht so in dem Farbton haben. Das vielleicht doch mal in einem Grau oder Schwarz gar. Und ja, hier machen wir dann diesen Türkisfarbton hin, dass sich das ein bisschen abhebt. Okay. Dann hätten wir hier halt also hätten wir halt einen Süßigkeitenautomaten und einen Getränkeautomaten, dass man sich hier Soda holen kann. Finde ich halt hier draußen auf jeden Fall passender als jetzt hier drin, weil hier drin soll halt wirklich nur gelegen werden. Quasi. Ein paar Pflänzchen können wir aber auf jeden Fall hinzufügen. Auch wenn es mit Wildes Studentenleben offensichtlich keine gibt. Auch gut zu wissen, dass es mit Wildes Studentenleben keine neuen Pflänzchen hinzukamen. Das wusste ich vorher auch noch gar nicht. Aber so eine Palme können wir hinzufügen. Die passt hier natürlich super rein. So direkt neben die anderen Palmen. Dann sieht das vielleicht sogar ein bisschen realistischer aus. Ich muss hier Move Objects
auch nochmal wieder eingeben. Wir haben schon eine ganze Weile der Folge ohne Move Objects on überlebt. Das sieht doch vielleicht ganz cool aus, wenn ihr halt quasi direkt so eine Palme vor den holographischen Palmen steht. Denke ich mal, hat doch vielleicht was. Haben wir vielleicht sonst noch irgendwelche Pflanzen, die hier hinpassen würden, die ganz cool aussehen? Okay, das hier würde cool aussehen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier verwenden möchte. Was die Lampen angeht, werden wir uns hier auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Ich werde erstmal hier das in Holzdesign gestalten. Ach nee, haben wir hier nicht. Ah, stimmt, genau. Hier unten hatten wir da schon welche. Dann nehme ich einfach die nochmal. Dieses Zoomen nervt mich total, ne? Das, was ihr gerade eben wieder gesehen habt. Wie man aus dem Designmodus rausgeht und das so megamäßig zoomt, das ist immer so albern. So, dann nehmen wir nämlich einfach diese Sichtblenden hier. Die passen hier super rein. Aber wir brauchen natürlich noch ein paar Lichter, die hier an der Decke hängen. Und da war vor allem auch eine Idee von euch, dass wir hier so ja, Lampen mit leicht rötlichem Licht aufhängen, die halt quasi für UV-Licht sorgen, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich rötlich ist, das UV-Licht. Wartet mal, UV-Licht ist eigentlich ultraviolett, also eigentlich wäre es eher in Richtung violett. Ich glaube, dann werde ich es auch violett machen, weil rot macht dann ja wenig Sinn, wenn wir halt eigentlich UV-Strahlen... Nee, wartet mal. Ich laber jetzt Müll, oder? Die UV-Strahlen sonnen einen doch, oder? Korrigiert mich, wenn ich jetzt total falsch liege. Aber ich dachte, das wären die UV-Strahlen gewesen, die einem helfen. Also es gibt ja natürlich schädliche UV-Strahlen, aber... Also die sorgen ja halt auch dafür, dass man sich sonnt, dachte ich. Oder sind die nur schädlich und die... Ich glaube halt irgendwie nicht, dass die Infrarotstrahlen einen sonnen. Das ist gerade ein bisschen... Naja. Ich sollte halt keine Sachen erzählen, wenn ich nichts davon weiß. Aber genau deswegen könnt ihr mich ja gern korrigieren. Das ist ja kein Problem. Ich guck halt nur, was ich jetzt als Lampe nehme. Ich finde die ganz gut. Halt einfach mal eine andere als die standardmäßige. Muss halt nur mir dann überlegen, was ich in der storefreien Variante mache. So wie das auch schon Leute bemerkt haben. So, ja, bestimmt lustig, wenn du die storefreie Variante machst. Und ja, das wird's. Das wird bestimmt super lustig. Ich muss mal eben Fade Objects Off einstellen, damit ich die Lampe hier ordentlich sehen kann. Was ist das denn hier? Ah, das ist dieser Rahmen. Okay, dann kann der auch dunkel bleiben. Das wird auf jeden Fall super lustig, hier die storefreie Variante zu gestalten. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die hinhängen soll, weil das Problem ist nämlich auch, dass diese Lampe, also dass diese Teile drüber sind. Wir könnten das natürlich so machen. Das wäre natürlich eine Idee. Dann hängen die da genau in der Mitte drin. Vielleicht sollten wir das so machen. Wie sieht das nachts aus? Ganz okay. Wer hat jetzt so meine Idee dafür? Und dann versuchen wir da noch die Farbe einzustellen. Für dieses Licht. Wir wollen das auf jeden Fall... Ja, wir machen es jetzt auf jeden Fall ein bisschen violetter. Das heißt, der grüne Wert kann ein bisschen runtergehen. Wählen wir mal so. Ja, das sieht ganz cool aus. Farbe einstellen. Und dann machen wir hier wieder 222 draus. Und dann haben wir hier leicht violettes Licht. Und dann sieht das halt so aus, als könnte man sich damit sonnen. Ich möchte das halt nicht zu intensiv machen. Also wir können natürlich das auch noch ein bisschen intensiver machen. Vielleicht es doch mehr ins Rötliche gehen lassen. Ich glaube, da muss ich das doch ein bisschen niedriger machen alles. So. Und dann hier vielleicht auch nochmal. Dann haben wir auf jeden Fall deutlich violettes Licht. Was halt zum Sonnen gedacht ist, wenn das denn tatsächlich stimmt, dass das violette Licht, also dass das die violetten Strahlen halt, ja, weil es
Also ich weiß ja auf jeden Fall, dass UV-Strahlung ultraviolette Strahlung heißt, oder die ultravioletten Strahlen. Das heißt halt, dass die eigentlich von der Farbe her violett sind. Das ist mir auf jeden Fall klar. Aber ob die für die Bräunung der Haut verantwortlich sind, da bin ich mir halt aktuell nicht sicher. Das ist halt das, wo ich mir gerade so ein bisschen unsicher geworden bin. Wo ich eigentlich dachte, ich weiß das, aber nee. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich suche hier mal nach irgendwas, was wir hier hinpacken können, um hier vielleicht auch irgendwas verstauen zu können. Vielleicht reicht auch einfach so ein kleiner Glastisch. Das ist vielleicht auch einfach eine Idee. Ich habe gerade das Gefühl, dass mein Spiel langsam wird. Ich hoffe, mein PC macht noch mit heute. Sonst ein bisschen ungünstig. So, dann haben wir hier einen Glastisch und da auch noch einen. Und dann würde ich hier nämlich irgendwo noch eine kleine Lampe hinpacken wollen. Vielleicht die. Die kann nämlich auch so ein bisschen Strahlung abgeben. Ja, nehme ich einfach die. Die wir dann auch noch in diesem Violett gestalten werden. Dann gibt ihr auch noch ein bisschen vom richtigen Licht ab. Und ja, eigentlich ist das ja vor allem für nachts gedacht oder dafür, wenn halt keine Wolken, also wenn halt keine Sonne am Himmel zu sehen ist, sondern nur Wolken. Wenn halt das Sonnenlicht hier nicht ausreicht, um da durchzuscheinen, dann kann man hier halt reingehen und sich von diesem künstlichen Licht bestrahlen lassen. Ich weiß halt aber halt gerade echt nicht, ob das Violett aussehen sollte oder rot. Wenn es da irgendwelche Experten unter euch gibt, dann könnt ihr mir da Bescheid sagen. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich auch nochmal selbst nachgucken nach der Folge, wie das ist, was da jetzt davon das Beste ist. Und also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass ich das nicht sofort weiß. Man muss ja auch nicht immer alles wissen. Solange man seine Fehler eingesteht und sagt so, ja, okay, davon habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Ich glaube, dann kann einen keiner davon au dafür ausmeckern. So, an der Stelle finde ich, kann er noch mal eine Palme hin. Das ist eigentlich ganz gemütlich. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch so viel dazwischen packen sollte. Ich werde hier die noch gestalten, dass die auch noch ein bisschen schöner aussehen. Sowas gehört für mich immer dazu, dass ich da ein bisschen ins Detail gehe und das alles so ein bisschen, ja, individuell gestalte. Was ist das hier gewesen? Ach, das an der Seite. Okay. Dann machen wir das einmal in diesem schönen Türkiston und das in diesem schönen Gelbton, den wir hier immer verwenden. Und dann kombinieren wir das einfach. Für alle. Yay! Und hier können wir es gleich einmal umdrehen. So, das ist quasi die umgedrehte Variante. Das haben wir ja schon alles eingefärbt. Ja, cool. Dann war es das sogar schon so ziemlich für den Raum, oder? Ich würde sagen, das war es dann soweit gewesen. Ist gerade irgendwas noch eingefallen? Was ich machen wollte, was. Mir ist gerade irgendwas kurz im Kopf rumgegeistert, aber ich weiß gerade nicht, was es war. Ah ja, ich glaube, ich will diese Wand hier eher in so einem Türkis gestalten, anstatt dieses Grün zu verwenden. Das war, glaube ich, das, woran ich gerade gedacht habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich mache das einfach mal hier in so einem schickeren Türkis. Wobei das schwierig ist, das zu treffen. So vielleicht. Das könnte doch was sein. Das gefällt mir so auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Es sieht halt irgendwie mehr nach Schwimmbad aus jetzt. Aber das ist, finde ich, besser als das Grün, was eben noch war. Ich meine, das vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Blau. Der Himmel ist auch irgendwie eher blau als. Ja, also das gefällt mir so schon besser, auch wenn es mehr in Richtung Schwimmbad geht. Könnt mir ja gerne sagen, wie ihr das hier noch vielleicht ein bisschen aufpeppen würdet.
diesen Weg, also diesen Bereich hier, was man da noch so machen könnte, um das ein bisschen interessanter zu gestalten, um hier für ein bisschen Abwechslung zu sorgen an der Wand, weil wie gesagt, die Wand wird so von der Länge her bleiben, also dass es eine lange Wand ist, aber man muss sie ja nicht einheitlich gestalten. Ich wüsste halt nur nicht wie. Ich könnte natürlich auch hier Wände hinmachen. Das wäre natürlich auch hier eine Idee. Aber auch das wirkt immer wieder so abgeschlossen, wie ich finde. Ich finde, sowas ist immer was, was den Raum so aufteilt und dann, nein, das sollte ich nicht machen. Was dafür sorgt, oh Gott, was dafür sorgt, dass Räume dann ja so abgetrennt aussehen und eine komische Form haben und dann sieht das alles anders aus, als wenn man es offen lässt. Das ist total eigenartig, wie ich finde, aber es ist halt so. Also ich finde, das merkt man halt, dass es so ist. Warum habe ich das angeklickt? Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, das könnte ich natürlich machen. Aber es ist nicht so, es ist einfach nicht so mein Fall. Also ich finde es offen dann halt einfach wahrscheinlich schöner. Wie gesagt, ich gucke einfach mal. Nein, muss dahin, denke ich. Ich meine, das finde ich geht sogar noch. Also das könnte man auf jeden Fall noch machen. Ich weiß dann natürlich nicht, ob ich hiermit zufrieden bin. Vielleicht würde ich dann sogar das machen. Vielleicht aber auch das. Vielleicht wahrscheinlich, also wahrscheinlich sogar das hier. Und dann entweder nochmal so eine Wand dahin packen. Oder halt ein Bild oder so. So, diese Wand wird Strand und wird auch eingeschaltet. Also das wäre natürlich nochmal eine Idee. Hier nochmal Strand. Wobei das halt so hell ist und mir auch nicht ganz gefällt. Wir könnten natürlich auch wieder, fällt mir ein, das Logo verwenden. Das würde hier natürlich auch hinpassen und würde dem Ganzen natürlich auch das passende Urlaubsflair bieten. Und das passt auch farblich super hier rein. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, vielleicht gefällt mir das abgetrennt sogar doch besser, obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, dass mir das nicht gefällt. Aber ja, vielleicht ist das sogar was. Eine richtige Tür würde ich hier jetzt nicht reinmachen. Finde ich ein bisschen überflüssig, aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Kann man eigentlich echt so machen. Und ich finde, das verleiht dem Ganzen direkt noch ein bisschen mehr Form. Und ich finde, so reicht der Raum jetzt eigentlich vollkommen aus, um ehrlich zu sein. Boah, wie oft ich jetzt in der Folge schon niesen musste und jedes Mal die Aufnahme kurz gestoppt habe. Ich weiß schon, warum ich das mit Bunnycam aufnehme, weil das cool ist, dass man es immer stoppen kann. So, ja, wir sind eigentlich fertig mit diesem Raum. Außer ihr habt da noch irgendwelche Wünsche, Ideen, was das angeht. Ich würde jetzt einfach schnell hier diese Toiletten machen wollen, denn die haben wir auch noch nicht gemacht. Dafür nehme ich mir einmal hier das. Können wir die einfach in Grau halten oder eine andere Farbe? Auf jeden Fall würde ich hier normale Fliesen nutzen. Vielleicht die hier? Ja, ich glaube, ich nehme die hier. Und zwar alle mit diesem wunderschönen Fliesenmuster. Also das erste, das muss verschiedenes werden. So. Den Boden würde ich, glaube ich, echt einfach weiß machen. Das ist, glaube ich, am angenehmsten. Vielleicht mit diesem Gelb drin. Das ist, glaube ich, echt ganz cool. Das ist dann ein bisschen dunkler. Und dann die Wände in Grau. Ich meine, es hat irgendwie was. Es hat irgendwie was Stylisches. Diese grauen Wände. So, da dann die Lichter hin. Und dann wollte ich gucken, ob wir auch die Toiletten und so weiter davon verwenden können.
Wie gesagt, das sind eigentlich nur zwei Toilettenräume. Also mit einer Toilette und einem Waschbecken. Und sonst ist da nicht viel. Die wir hier einfach mal kopieren werden kurz. So. Einmal drehen bitte. Spiel. Ach komm schon. Das bisschen drehen. Wow. Wie ich das Drehen halt einfach nicht hinbekomme. Sehr schön. So ist besser. Und dann hier noch einmal ein Waschbecken, ne? Vielleicht mache ich auch normales Waschbecken hin. So, so eins quasi. Ja, ich glaube, das ist mir lieber, weil es muss ja auch nicht immer dieses mit den Theken sein. Man kann ja auch mal so ein Waschbecken verwenden. Obwohl, naja, ich glaube, die werde ich eher bei den Suiten verwenden, diese Waschbecken. Dann können wir hier doch nochmal so richtige Theken verwenden. Und dann, wie gesagt, in den Suiten diese Einzelwaschbecken. Die sehen da, glaube ich, ganz cool aus, wenn man die richtig gestaltet. Hier soll das, glaube ich, so ein bisschen wie Marmor aussehen. Das finde ich cool. Dann machen wir hier raus helles Holz. Ich versuche den Raum jetzt schnell noch fertig zu bekommen. Ist ja eigentlich auch nur ein Badezimmer. Es sollte nicht allzu viel Zeit beanspruchen. So. Dann haben wir das einigermaßen eingefärbt. Sieht voll okay aus. Dann hier einmal die Waschbecken. Hier und da. Und dann noch ein wenig Dekoration natürlich. Die darf hier nicht fehlen. Ja, okay, stelle ich halt dahin. Ist mir gerade vollkommen egal. Ich brauche die Objekte nur an der Stelle. Ich wollte gerade mit meiner Maus zu meiner E-Taste auf meiner Tastatur kommen. Das war eine eigenartige Situation. So. Und dann noch eins davon. Nein, nicht das Waschbecken, das. Okay. So. Und noch eins. Gut. Dann können wir das Ganze ein bisschen schöner gestalten. Dahin und dort ein. So ein Dingens hin halt. Gerade zu machen. Und das einmal so seitlich. Geht das vielleicht auch seitlich? Ja. Sehr cool. Ah ja, Spiegel fehlen natürlich noch. Da haben wir auch wie immer die gleichen Spiegel genommen. Ich finde, ja, sowas, das sind ja jetzt die öffentlichen Räume. Bei den Suiten werden wir vielleicht ein bisschen andere Badezimmer nochmal machen. Wir könnten das natürlich auch so machen. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Es geht halt quasi durch die beiden Zimmer hindurch. Also durch die beiden. Aber dafür ist das hier halt zentriert mit dem Spiegel. Finde ich eigentlich sogar besser. Könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet? Ist auf jeden Fall mal eine andere Idee. Warum ist das hier eigentlich so viel dunkler? Ich das mal an. Warum ist das hier dunkler als da drüben? Sieht das anders aus? Hä? Nee, die sehen hier gleich aus. Aber warum funktioniert das mit dem Licht nicht so? Das ist voll die Lichtfehler mal wieder. Boah. Das nervt. Guck mal, wie anders das Licht in dem Raum ist. Sind auch vom Licht her und allem gleich. Nur hier wirkt das Licht voll anders. Ich kann auch gerade nicht mehr mit meinem Mausdingens drehen. Das ist natürlich auch schön, wenn das immer nicht funktioniert. Aber na gut. Okay.
Das ist jetzt alles so ein bisschen eigenartig. Meine Maus hat sich irgendwie scheinbar kurz umgestellt oder was weiß ich. Naja, ich würde mal sagen, bevor ja noch mehr komisches Zeugs passiert, beende ich die Folge hier an der Stelle. Wir haben hier die kleinen Badezimmer geschafft, die öffentlichen, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Wir haben hier den Bräunungsraum geschafft. Da könnt ihr auf jeden Fall vor allem gerne eure Meinung zu sagen, vor allem was das hier hinten angeht und ja, alles halt eigentlich. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in einer Woche wieder. Denn dann geht's weiter mit der Hausbaureihe, wieder 16 Uhr hier auf meinem Kanal. Und bis dahin noch eine schöne restliche Woche. Ciao!